Hallo YouTuber und willkommen zu einem kurzen Technik-Faultier-Video. Ganz schnell nur, wo sind die Unterschiede zwischen dem Huawei oder Huawei MateBook D14 und dem Honor Magic Book 14? Ich hatte ja beide Geräte im Einzeltest. Zuerst das Huawei-Gerät, dann das Tochtergerät von Honor und die haben sich absolut identisch geschlagen. Es gibt aber doch so minimale Unterschiede, auf die ich jetzt eingehen will. Aber das Große, ne? Verarbeitung, Akkulaufzeit bis auf die Minute gleich, Performance gleich, Lüftersteuerung gleich, Displayhelligkeit gleich bei diesen beiden Lautsprecher und keine Unterschiede. So, was ich jetzt aber gemacht habe, nachdem man so verschiedene Sachen hört, was sich anscheinend bewahrheitet. Es gibt das Huawei-Gerät überall mit 512 GB und nur bei Notebooks billiger. Die haben die Version mit 256 GB. Habe ich nicht. Das Honor-Gerät gibt es überall nur mit 256 GB Speicherplatz. Jetzt ist es aber so, die 256 GB SSD stammt von Samsung und ist fast überall schneller als die 512 GB SSD, die von Western Digital hier verbaut worden ist. Die holen sich sowieso die Zutaten alle aus dem gleichen Pott. Deswegen, ich kann es nicht überprüfen, aber ich gehe einfach mal davon aus, bei dem Huawei-Gerät mit 256er SSD ist wahrscheinlich auch eine Samsung drin verbaut. So, und das Zweite, was man gehört hat, ist, dass es unterschiedliche Displays sind. Das ist nichts Ungewöhnliches. Das haben wir bei Apple seit Ewigkeiten gehabt, dass die mal die einen, mal die anderen haben. Jetzt hörte man überall, dass die Honor-Geräte mit BOE-Displays ausgestattet sein sollen, die ein bisschen heller sind. Und die Huawei-Geräte mit was von Xiaomi, irgend sowas, und nicht ganz so hell sind. Jetzt habe ich das auch gehört und habe dann natürlich verglichen und geguckt und geguckt und geguckt und irgendwann redet man sich ein, dass das eine ein bisschen heller ist als das andere und dann dreht man so und dann ist auf einmal wieder nur, weil die Beleuchtung im Raum anders war. Dann habe ich es aber ganz kompliziert ausgelesen und beide Geräte, die ich hier habe, haben ein BOE-Display und sind absolut identisch, also vom Draufgucken. Das heißt, da ist es einfach wieder ganz normale Gerätelotterie, was man da bekommt. So. Jetzt ist noch der letzte Unterschied, wobei ich habe ja die Speicherpolitik ja schon angerissen. Inzwischen sind die Preise aber auch schon wieder ein bisschen was gefallen. Die 512 GB Huawei-Geräte kosten inzwischen so 20 Euro weniger. Die 256 GB Huaweis und die Honors sind so 30 bis 40 Euro anscheinend schon bereits im Preis gefallen. Das heißt, die kosten absolut identisch. Ihr kriegt über genau das gleiche Gerät und auch wenn bei den 256er-Versionen oder halt den Honors die SSD auf dem Benchmark-Performance ein bisschen schneller ist, im Alltag null Unterschied gemerkt. Das heißt nach wie vor, ne, es ist total Jacke wie Hose, wofür man sich hier entscheiden sollte. Ich würde das Gerät nehmen, was ich vom Speicherplatz brauche, ob ich 100 Euro Aufpreis zahlen möchte für doppelten Speicherplatz. Muss ja jeder selbst wissen, oder ob 256 GB reichen. Und dann dazu schlagen, wo es wahrscheinlich das einfach interessantere Bundle gibt. Also ich meine, als sie gestartet sind, hatten die ja noch Lautsprecher oder Kopfhörer dabei. Und jetzt versuchen sie es mit einer Jahreslizenz für Microsoft Office. Naja, nicht so prickelnd. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass in Zukunft da nochmal die Preise purzeln oder irgendwelche Angebote da fallen, raushauen werden. Ne? Zu den Geräten habe ich ja schon Einzeltests gemacht. Für den Preis beide absolut Knorke. Und das war jetzt nur mal ganz kurz für die Unterschiede. So, und mehr. Also, wie gesagt, das war jetzt nur das kleine Hardware-Unterschied, wo wirklich was irgendwie vielleicht teilweise was anderes verbaut ist. Aber im Alltagseinsatz Jacke wie Hose. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.